Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 15. Dezember 2022 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Heute gehen wir wieder wie gewohnt zuerst einmal in den Süden der Ukraine. Hier gibt es erstmal auch keine weiteren Neuigkeiten. Es bleibt weiter hier bei der Information, dass es zu Artillerieduellen kommt an der Dnepr-Linie, vor allem im Süden. Und hier zentral, wie immer, die Abschnitte Kachowka-Berislav, Cherson-Oleschki betroffen. Ansonsten gibt es hier erstmal keine weiteren Neuigkeiten, auch was mögliche Seelandungen betrifft. An der Kinbun-Halbinsel haben wir in den letzten Wochen nichts gehört. Es gibt keine weiteren Updates und damit können wir hier auch erstmal diesen Abschnitt überspringen. An der Saporischschja-Front bleibt es auch weiter bei intensivem Beschuss. Gerade in der Nähe der Frontlinie wird intensiv mit Artillerie gearbeitet auf beiden Seiten, vor allem hier wieder Orichow, Tokmak, Bolochy, Chulia-Pole betroffen. Ansonsten hin und wieder auch mit ukrainischer Beschuss mit HIMARS-Systemen etwas tiefer in die russischen Reihen. Zwischen des Asowschen Meeres und der Frontlinie. Also hier Tokmak, Melitopol, Michailowka, in dieser Region gibt es sehr, sehr oft Explosionen. Und hin und wieder kommt es auch zu Explosionen bzw. zu Meldungen von Explosionen in den Städten Melitopol und Berdjansk. Hier vor allem dann Aktivität von ukrainischen Partisanen. Weiter geht's in Richtung Donetsk. Hier, wie gesagt, erst einmal keine weiteren Angriffsversuche von russischer Seite in Richtung Wilika-Nowosilka und in Richtung Vuhledar. Die ukrainische Verteidigung ist hier erst einmal zu stark. Die Russen haben hier nicht die nötigen Einheiten, um diese Verteidigung zu durchbrechen und konzentrieren deshalb ihre Bemühungen weiter auf die Region, um die Stadt Donetsk. In Mariinka gibt es demnach weitere Kämpfe. Die Russen versuchen hier weiter vorzukommen. An den Stadtgrenzen kommt es zu sehr, sehr heftigen Zusammenstößen. Die Russen konnten in den vergangenen 24 Stunden keinen Fortschritt machen. Einige Quellen berichten, dass die Russen inzwischen 80% der Stadt kontrollieren. Vor allem aus russischen Quellen gab es diese Meldung. Das Ganze stimmt allerdings nicht. Die Russen kontrollieren hier nahezu die Hälfte der Stadt. Also wenn wir uns diese Stadt mal kurz so angucken, dann ja, vielleicht prozentual 55, 60%, die Russen hier kontrollieren, aber nach wie vor nicht die Hauptstraße, die Druzhba-Straße, die ist nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle und sofern die Russen es nicht schaffen, hier diese Straße einzunehmen, ist auch erst einmal hier kein Ende der Kampfhandlungen in Sicht und die Ukraine werden vermutlich solange man diese Straße hält, auf jeden Fall auch noch weiter sich im Westen der Stadt festhalten. Hier nördlicher nochmals die Korrektur, falls es jemand gestern nicht gesehen hat. Die Russen kontrollieren jetzt vollständig die Straßenverbindung zwischen Mariinka und Krasnogorowka im Norden. Und zwar diese Straßenverbindung, die östliche, demnach die Frontlinie aktuell hier ungefähr entlang dieser Straßenverbindung, hier etwas zu weit eingezeichnet. So weit sind die Russen aktuell noch nicht gekommen. Und dann aber hier in den Norden auch, hier kontrollieren die Russen auch schon einen größeren Teil dieser Straße. In der Region Krasnohorowka wird natürlich weiter angegriffen, hier keine Veränderungen. Auf der anderen Seite hier dann Richtung Pobjeda vielleicht auch nochmal, um das Ganze zu nennen. Hier gab es auch Bemühungen von russischer Seite anzugreifen. Pobjeda hier zu sehen, südlich von Mariinka, diese kleine Siedlung, die ebenfalls angegriffen wurde, konnten die Russen aber auch wieder keine Fortschritte erzielen, um genau zu sein. In der Region Peromaisky wird natürlich weiter versucht von russischer Seite hier anzugreifen und vorzurücken. Das Ganze auch hier erst einmal erfolglos, obwohl die Russen hier tatsächlich in den letzten Tagen die Frequenz, was die Angriffe betrifft, auf jeden Fall erhöht hatten. Wodjan kam hier jetzt auch das Update. Hier sieht man gut, dass die Russen inzwischen den südlichen Teil des Dorfes vollständig kontrollieren. Aber die Russen konnten bis heute noch nicht diesen Bach forcieren und quasi in den nördlichen Teil des Dorfes eindringen. Deshalb wird hier weiter in der Region von diesem Gewässer gekämpft. Die Russen werden hier wahrscheinlich in diesem Bereich versuchen, den Bach zu überqueren. Aber hier, wie gesagt, erst einmal keine Veränderungen. Um Opetne gibt es auch hin und wieder Kämpfe im nördlichen Gebiet von der Siedlung, aber hier auch erst einmal keine größeren Veränderungen. Und es bleibt hier auf jeden Fall erstmal bei Stellungskämpfen nördlich der Siedlung.
Ansonsten weiterer Artilleriebeschuss von russischer Seite auf Avdiivka, teilweise natürlich weiter auf Krasnogorowka, Pjerwomaiske und hier natürlich auch hin und wieder im südlichen Bereich auf Kostjantynivka und Nowomichailowka. Von ukrainischer Seite wird auch weiter das Konglomerat Donetsk beschossen. Hier gab es auch in den vergangenen 24 Stunden wieder zahlreiche Explosionen in der Stadt. Die Russen melden, dass das heute der stärkste Beschuss war seit 2014. Insgesamt behalten die Ukraine hier auf jeden Fall auch weiter die Frequenz des Beschusses der Stadt ziemlich hoch. Weiter geht's somit in Richtung Bachmut. Vielleicht vorher ganz kurz der Abschnitt New York. Hier bleibt es auch weiter bei Kämpfen im Süden, die allerdings in den vergangenen 24 Stunden etwas nachgelassen haben von der Intensität. Ich warte hier auf jeden Fall auch auf weitere Updates aus dieser Region. Die Ukraine verstärken, wie schon gesagt, gerade den Abschnitt New York und Toretsk hier zu sehen, westlich von Horlivka, möglich beziehungsweise in Antizipation möglicher verstärkter russischer Angriffe in diese Richtung. Jetzt kommen wir endgültig zum Abschnitt Bachmut. Hier gibt es einige Informationen. Beginnen wir damit, dass die Kämpfe im Süden vor allem hier schon an den Außenbezirken von Klischiwka stattfinden. Also hier konnten die Russen wohl auch mit Sturmtruppen der Wagengruppe etwas vorrücken. Und wie gesagt, die graue Zone reicht inzwischen bis in die Siedlung hinein. Also hier dauert es wahrscheinlich nicht mehr lange, bis die Russen tatsächlich in diese Siedlung eindringen werden und vermutlich auch diese Siedlung einnehmen werden, nachdem man vor knapp 10 bis 14 Tagen Erfolg in den Siedlungen Kurjumowka und Ossarjanowka hatte. Was Angriffe in Richtung Bilivka und Bilahora betrifft, habe ich erstmal keine weiteren Updates, und zwar hier schon seit mehreren Tagen nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass die Russen hier aktuell nicht wirklich angreifen und dass, wie gesagt, die Russen aktuell die Bemühungen auf den Norden setzen, in Richtung Iwanivski, in Richtung der T0504 Straßenverbindung zwischen Bachmut und Kostjantynivka hier zu sehen. Deshalb erst einmal, ja, vor allem Angriffe in diese Richtung, was Opetne betrifft, hier südlich von Bachmut zu sehen. Diese Siedlung wird sehr, sehr intensiv umkämpft, schon seit Wochen. Hier sagte Prigozhin, quasi der Anführer der Wagner-Gruppe, dass hier sehr, sehr intensiv gekämpft wird, dass die Ukrainer weiter dagegen halten. Und einige Quellen sagten auch hier, dass Opetne schon in wenigen Tagen fallen wird. Ja, also hier gibt es zum Beispiel Berichte von russischer Seite, dass 80 bis 85% des Dorfes unter russischer Kontrolle ist, dass die Russen hier schon im Norden des Dorfes angreifen und dass dieses Dorf möglicherweise bald, sehr bald fallen wird. Ich erinnere nochmal, dieses Dorf stand bis jetzt noch zu keiner Zeit unter russischer Kontrolle. Die Kämpfe werden hier schon seit mehreren Monaten geführt. Wahrscheinlich auch einer der intensivsten Bereichen aktuell an der Frontlinie, also hier Opetne, Iwanhrad, ja, hier in diesem Abschnitt kommt es schon seit Wochen zu sehr, sehr intensiven Gefechten. Weiter dann hier der Abschnitt südöstlich von Bachmut, und zwar gibt es hier Erfolge für die ukrainische Seite, vermutlich ein Gegenangriff, den wir auch hier auf dem Kanal vor einigen Tagen schon angekündigt hatten. Es ging hier um die Müllhalde, hier grau markiert mit diesem Symbol. Diese wurde vor einigen Tagen von Angriffstruppen der Wagner-Gruppe eingenommen. Inzwischen können wir sagen, dass die Ukrainer hier wieder einen Gegenangriff gestartet haben und diese Müllhalde wieder zurückerobern konnten. Das heißt, die Wageneinheiten wurden hier aus dem Waldgebiet westlich der Müllhalde vollständig herausgedrückt, herausgeschlagen, und die Ukrainer stehen jetzt hier wieder ja, quasi südöstlich von der Fjodor-Maximenko-Straße, die wir hier sehen. Konnten damit hier auf jeden Fall wieder ein wesentliches Stück des südöstlichen Teils wieder zurückerobern und die Wageneinheiten wieder in Richtung Osten zurückdrücken. Auf der anderen Seite, nördlicher dann, konnten doch einige Wageneinheiten auch hier Erfolge erzielen. Und zwar geht es hier wieder um die Fjodor-Maximenko-Straße, und zwar hier im äußeren Teil
von Bachmut. Also wie gesagt, hier im Süden noch unter ukrainischer Kontrolle, aber hier nördlich konnte man wohl die Kontrolle über diese Straße ausbauen, teilweise auch schon hier in einige Gassen eindringen und auch hier die Kontrolle ausbauen. Es kommt jetzt zu Häuserkämpfen, es kursierten auch schon die ersten Videos von diesen Häuserkämpfen aus Bachmut und vermutlich wird es auch hier wieder ein langer Prozess, bis die Russen sich vorarbeiten bis zum Bachmutgefluss, ohne jetzt das Thema anzusprechen, dass Bachmut vollständig von russischer Seite eingenommen wird. Nördlicher an der T0504 Straße wird auch weiter gekämpft in der Nähe der Weinfabrik, der Sinjar-Fabrik hier in diesem Gebiet. Ich kann noch nicht bestätigen, dass die Russen diesen Bach überqueren konnten und hier quasi über die Patrizier-Lumumba-Straße eindringen konnten in Bachmut. Und Fakt ist bis jetzt, dass hier auf jeden Fall in dieser Region intensiv gekämpft wird und dass die Weinfabrik weiter unter der Kontrolle von den Russen ist. Die Weinfabrik können wir hier sehen, ja, also hier direkt östlich von diesem Bach bzw. von diesem Gewässer, was wir hier in blau markiert sehen. Aber hier auch weiter sehr, sehr heftige Kämpfe und vermutlich wird auch hier die Intensität weiter hoch bleiben. In Richtung Bychorodny dann auch weiter Angriffsversuche von Seiten der Russen. Hier konnte man wohl nicht weiter vorrücken, aber auch hier wird sehr intensiv gekämpft. Hier hatten die Russen ja laut gestrigen Berichten einige Fortschritte erzielt, konnten hier wohl einige ukrainische Festungspunkte einnehmen, aber aktuell hier erst einmal bis auf Kämpfe nichts zu melden. Gut, in Richtung Soledar berichten die Ukrainer, dass die russischen Einheiten ein Stück in die Stadt eingedrungen sind, ein Stück vorgerückt sind, vor allem wahrscheinlich hier in dem Abschnitt um die Knauffabrik, die wir hier in Grau sehen. Hier wird schon sehr lange gekämpft, schon seit Monaten ebenfalls. Und vermutlich konnten die Russen hier einen lokalen Fortschritt erzielen, der natürlich hier auch erstmal strategisch keine weitere Bedeutung hat. Ansonsten an dem Abschnitt Jakowlivka Kämpfe, Bielohorivka westlich von Bielohorivka Kämpfe, Jakowlivka bis heute kein Update. Keine Seite hat berichtet, dass Jakowlivka von den Russen kontrolliert wird. Nach meinen Informationen zum größten Teil aktuell unter russischer Kontrolle. Hier warte ich aber auch weiter auf Bestätigung. Nördlicher dann Abschnitt Berestowe, hier gibt es auch Kämpfe, Spirne, lokale Kämpfe, aber in dem Abschnitt auch weiter russische Artillerie im Einsatz, auch werfen noch Gamjanske hier östlich von Sibirsk. Und Bielochodewka, hier greifen wohl auch weiter die Russen an. Hier berichten die Ukraine weiter von einer schwierigen Situation. Hier auch viele Wageneinheiten, die in diesen Abschnitt ja vor einigen Wochen verlegt wurden und hier Angriffsoperationen durchführen. Gibt aber auch erstmal von russischer Seite hier keine Erfolge. Die Ukraine halten hier die Verteidigung. Und wie gesagt, in den letzten Tagen kommt es auch mal hin und wieder zu Gegenangriffsversuchen von ukrainischer Seite, die hier Reserven in die Region bringen, vor allem aus der Rebrjanka und Siversk. Aber erst einmal hier Stellungskämpfe, ich würde sagen, im nördlichen bzw. nordöstlichen Teil von Bielohorivka, teilweise eben auch noch abseits der Stadt. Ansonsten der entscheidende Abschnitt Kremina-Chervonopopivka. Hier kann ich erstmal nichts melden zum heutigen Tag. Es wird teilweise weiter gekämpft. Die Information, dass die Russen den Krasner-Fluss, den Brückenkopf westlich des Krasner-Flusses verloren haben, ist nicht korrekt. Es wird weiter auf der westlichen Seite des Krasner-Flusses gekämpft. Die Russen haben hier erstmal alles unter Kontrolle, so wie ich das Ganze verstehe. Die Ukraine drücken hier natürlich auch weiter, auch in Richtung Chervonopopivka, um die Russen hier auf die Ostseite des Flusses zu drängen, was bis jetzt erstmal nicht gelingt. Von russischer Seite gibt es auch hier lokale Gegenangriffe, die aber auch weitestgehend nicht erfolgreich sind. Das heißt, hier vor allem westlich von diesen zwei Dörfern erstmal Kämpfe, inzwischen mehr oder weniger Stellungskämpfe, aber auf beiden Seiten hier nicht allzu große Einheiten beteiligt und wir warten hier auf jeden Fall weiter auf die
auf mögliche ukrainische Handlungen, sofern hier das Wetter mitspielen wird und es jetzt zu den ersten Minusgraden kommt über mehrere Wochen hinweg. Aktuelle Temperatur dort milde 4, 5, 6 Grad, teilweise nachts bis an den Gefrierpunkt. Aber für einen festen Boden braucht es einige Tage in Folge Frost. Und hier gibt es auch die ersten Wetterberichte darüber, dass dieser möglicherweise schon nächste Woche kommt. Und wie gesagt, hier das Wetter auf jeden Fall noch ein entscheidender Faktor. Nördlich ansonsten auch erst einmal lokale Kämpfe, Stellungskämpfe, die hier keine wesentliche Bedeutung haben. Hier auch, was soll ich hier erwähnen, vielleicht ganz kurz den Abschnitt Novoselivske, wo weit gekämpft wird, Kleineinheiten, Größenordnung, Trupps, Kompanien, die hier teilweise versuchen anzugreifen, aber auch hier nichts zu melden an irgendwelchen Veränderungen an der Frontlinie. Und auch die Aktivität im Abschnitt Liman-Berschige, Schana-Chorobivka hat in den vergangenen Tagen bzw. gerade in den vergangenen 24, 48 Stunden wieder nachgelassen. Zum Abschluss gehe ich heute kurz auf einen Artikel ein vom Guardian, eine britische Zeitschrift. Hier gab es einen Artikel, man hat Oleksiy Reznikow interviewt, das ist der ukrainische Verteidigungsminister. Er sagt, dass Putin eine Offensive vorbereitet, eine größere Offensive vorbereitet im kommenden Jahr. So auf jeden Fall Oleksiy Reznikow. Er berichtet unter anderem auch mit dem ukrainischen General Valery Zaluzhny, dass die Russen auf jeden Fall einen Gegenangriff beziehungsweise eine größere Offensive planen, möglicherweise in den Regionen Donetsk, Luhansk, möglicherweise aber auch wieder in Kharkiv. 300.000 Mann wurden von den Russen im September mobilisiert, wobei die Hälfte davon inzwischen die Frontlinie aufgefüllt hat. Die andere Hälfte befindet sich aber allerdings weiter im Training, wie wir hier lesen können. Und die Ukrainer vermuten hier, dass diese 150.000 Mann für kompliziertere Angriffsoperationen vorbereitet werden und möglicherweise schon im nächsten Jahr, im kommenden Jahr, eingesetzt werden. Einige sagen Januar, einige sagen Februar. Und das Ziel wird hier natürlich sein, dann weitere Erfolge zu erzielen an der Frontlinie. Die Russen haben die Initiative verloren seit Sommer und ich befürchte beziehungsweise kann mir gut vorstellen, dass die Russen gerade dann gegen Ende des Winters wieder versuchen werden, diese Initiative wieder zurückzuerlangen und wieder an der Frontlinie den Ton anzugeben. Also hier gerne den Artikel auch einmal durchlesen. Ansonsten wäre es dann das auch erstmal für den heutigen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne Like da lassen, Kanal abonnieren und gerne auch den Telegram-Kanal in der Videobeschreibung abonnieren. Dort sind wir inzwischen mehr als 600 Leute. Vielleicht schaffen wir es ja bis Ende des Jahres noch, die 1000 voll zu machen. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wünsche einen wunderschönen Abend.